Auch wenn es draußen noch so schön hell ist, nachher wird es dunkel und dann merke ich es wieder nicht. Von daher, ja, hi Leute. Schön, dass ja doch einige von euch da sind, wie ich sehe. Den Titel hatte ich schon geändert, yep. Und mal gucken, wie viele sind denn schon da? Ja, doch ein paar. Sehr schön. Hey, selbst Daniel ist da, cool. Na dann. Es ist soweit. Richtig, Fallout New Vegas. Es läuft endlich, wie es soll. Nur muss ich hier kurz mal überlegen, wo ich den Chat hinpacke. Ich glaube hier ungefähr. So. Nein, ich möchte nicht von meinem letzten Spielstand anfangen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. Ich glaube, das dürfte hinkommen, oder? Ich glaube, das dürfte von der Kulisse, Geräuschkulisse her machbar sein. Also, ich habe einige Menge an Mods installiert. Diesmal habe ich sogar eine Liste parat. Ich muss nur noch rausfinden, wie ich die am besten bei Twitch zur Verfügung stelle. Läuft das über Nightbot oder wie machen das andere? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie so. Hallo Octavian, hallo Tyken. Steam Summer Sales on. Oh. Dann möge ich mal viele davon überzeugen, dass dieses Spiel hier eine Investition wert ist. Auch wenn ich es selber noch nicht weiß, da ich Fallout New Vegas nie gespielt habe. Spiel zum ersten Mal. Ich bin Fallout 1, 2, 3 rauf und runter an New Vegas ewig gehabt, nie gespielt. Das sollten wir meiner Meinung nach mal nachholen. Und von daher, was für. Ich habe einige Mods drauf, darunter auch. Ach, wie heißt er nochmal? Einen, der auch so ein Balance-Mod ist. Von den Machern, die für Fallout 3 The Wasteland-Mod gemacht haben, haben hier auch eine gemacht, die heißt nur anders. Oh, wartet mal. Oh ja, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Ich habe nämlich mit der falschen Datei gestartet. Ja, das macht einen Unterschied. Ja, ich dachte mir, das ist das Spiel wert, denn jetzt läuft's endlich, ich hab's hinbekommen. Und das liegt lang genug in der Schwebe, sag ich mal. Dann dachte ich mir, ja, machst du doch mal einen Stream, speziell nur dafür. Das sollte wohl machbar sein. So, das, genau. Ach, und der Stefan ist auch da, sehr schön. So, also ich habe eine Menge Mods drin. Ich kann auch eben nochmal nachgucken, wie jetzt der Mod heißt, den ich meinte. Ich habe so viele. Project Nevada. Genau, Project Nevada heißt der. Genau. Domi201194, moin moin. Hab gehört, du hast heute in der Livestream-Ankündigung den Schamanen-Guide angekündigt. Sehr witzig. Ja, Salty, dafür hast du bereits ein Layout gemacht, richtig. Na dann. Fangen wir mal Pussy, dreckige Pussy, wunderschöne Pussy. Ihr gebt alle Pussys, die ihr wollt, auf der Welt. Daran muss ich gerade denken, entschuldigt. Hallo Big Daffy. Nice. Ein schöner Auftakt. Es gibt eine Menge verschiedene Fraktionen, die sich um das War. ganze Land balgen, oder? War never changes. Ja, wie immer. Hey, When Faye. atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic. Dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east,
seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. Caesar. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, NCR. Against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. Sure. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Ein geiler Start. Und Namen alle, die da sind. Nice. Wallpaperswhite.com. Krass, steht das einfach mal so rechts unten drin. Oh Mann, da hat die Mod aber wenig aufgepasst. Naja, passiert. So, und es funktioniert alles wie es soll, so will ich das sehen. Perfekt. So. Granatenhotkey. bla bla bla, das ist nicht so wichtig. Übrigens, ich spiele auf Englisch und das hat auch alles seine guten Gründe. Und Namen Ben natürlich unter anderem. Und Kemper und wer alles noch so gekommen ist, keine Ahnung, sind da doch ein paar. Worauf wollte ich hinaus? Ich spiele es auf Englisch aus dem ganz simplen Grund. Erstens ist es geiler, zweitens man lernt jedes Mal was dazu. Auch für die, die jetzt nicht so gut Englisch können, ihr lernt einfach sehr viel Englisch beim Lesen und Hören und Verstehen und drüber nachdenken. Und vor allem... Die ganzen Mods funktionieren einfach problemlos in der englischen Version. Außerdem kann ich damit Uncut spielen. Ein weiterer Punkt. So wie das Spiel vom Entwickler gedacht war. Darum geht's mir. So, ich krieg jetzt eine Menge Items, weil ich halt die Ultimate Edition habe, ne? In der die ganzen DLCs drin sind. Hab auch alle DLCs natürlich. Und eine weitere Mod, die ich installiert habe. New Vegas Bounties. Um die kommen wir uns aber später erst noch. Das dauert noch, glaube ich, ziemlich lange. Da müssen wir... da werden wir Kopfgeldjäger, aber dazu dann später. Ben, worum geht's in dem Spiel? Tja, dann guck einfach zu. Du kriegst gerade alles live mit, worum es in dem Spiel geht. Endzeit. Überlebe. Have fun. Krieg immer noch Gegenstände. Verdammt. So, immer mehr Mods werden geladen und so. Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just... Ist doch ein bisschen leise, oder? Also für mich ist es doch ein bisschen leise. Relax a second. Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Tja, wie heiße ich? Ich bin am überlegen, ob ich jetzt wirklich... Was meint ihr? Soll ich einfach was spielen, worauf ich Bock habe? Oder soll ich einen
festen Charakter und ihm einen Charakter geben, sozusagen, sagen, das ist so ein Arsch, wie es eigentlich Worte für Fallout 3, und den ziehe ich dann durch, so rollenspielmäßig. Dass ich dann wirklich sage, er ist ein Penner, der nur auf Geld aus ist und dafür auch Leute verrät, wenn es ihm mehr Geld bringt eigentlich. Oder soll ich eine gute Haut spielen? Müsst ihr sagen. Namen überlege ich dann erstmal, was ich machen soll. Hallo Droben, fester Charakter, Rollenspiel for the win. Ja, hat schon was, ne? Wäre mal was anderes, eine Abwechslung gegenüber sonst, ja. Und was wäre eine bessere Kombi für Studium Geschichte und Philosophie oder Geschichte und Anglistik? Kommt drauf an, was du mehr magst, was dir mehr liegt, worauf du mehr Bock hast. Das ist die Antwort. So, hat sonst irgendwer eine Meinung dazu? Bis jetzt hält es sich irgendwie in Grenzen. Übrigens sieht man sofort meiner Meinung nach, wie die ganzen Grafikmods zu werken, schon arbeiten. Der ENB, die Lichteffekte ganz anders, die Texturen viel schärfer aufgelöst. Spiel mal eine gute Haut. Mal? Ich spiel immer eine gute Haut, Roven. Ich spiel meistens gute Personen, deswegen. Roleplay ist einfacher, wenn du was spielst, das dir Spaß macht. Hm. Ja, ist es auch. Auch wenn es Spaß machen kann, was ganz anderes zu spielen als sonst. Eine böse Haut klingt für mich besser, weil es sonst jeder macht. Ja, man ist so schnell out of character, stimmt schon. Das ist ein Punkt. Big Daffy durchgespielt und kennen die Map besser als meine Heimatstadt. Ja, dann, sehr cool. Ich habe New Vegas noch nie gespielt, von daher, ne? Ich bin ein riesiger Fallout-Fan, schon seit Ewigkeiten. Ich habe schon 1 und 2 so oft durchgespielt, bevor 3 auch nur angekündigt war. Aber naja, New Vegas nie angerührt. Und ich habe gehört halt, dass New Vegas vor allem gerade für die Fans der alten Reihe so viel besser ist, weil die endlich viel mehr auf das Rollenspiel wieder Wert gelegt haben, vielleicht zum dritten Teil, was ja wirklich nur Skyrim mit Knarren war. Und wenig Rollenspiel vergleichsweise. Im Vergleich zu Teil 2 und 3. Nimm mit, was Korken bringt, ohne Rücksicht auf Moral. CDLP 1985, du sagst mir nix. Hi. ja, ist eigentlich eine Idee. Das war ja auch mein ursprünglicher Plan, dass ich einfach einen Penner spiele. Ich bin richtig geldgeiler, dreckiger Penner. Das heißt nicht, dass ich schlecht bin. Ich habe schon ein paar moralische Grundsätze, ne? So ein paar Sachen, die mir extrem gegen den Strich gehen, sind Sklaverei und Kinder schlecht behandeln und so. Aber ansonsten mache ich alles für Geld und würde meine eigene Mutter verkaufen. Ja. Ich denke, das ist ein Punkt. Alles für Geld. So, wie heißt der Penner? Ich kann natürlich auch so einen Charakter aber als Frau spielen, das geht natürlich auch. Aber da ich selber ein Mann bin, kommt es irgendwie doch besser. Ne? Von daher, gib mir einen Arschlochkind-Namen. Lars. Nee, nicht Lars. Mir fällt sofort Kevin ein. Nix gegen alle Kevins da draußen, nur ist das so ein... Den guten Anti-Helden. Ja, er hat moralische Grundsätze, aber im Endeffekt ist er nur geil aufs Geld. Ob er dabei was Heldenhaftes macht, kommt aufs Geld an. Also nur bei gewissen krassen Sachen hat er moralische Grundsätze, ansonsten ist mir das scheißegal. Alex ist ein guter Name, naja. Ein opportunistischer Roleplay-Walkthrough. Und das sogar blind. This is gonna be good. Ja, will ich mal hoffen. Sorry, dass ich gerade so lange warte, aber ich überlege halt am Anfang einmal lieber in Ruhe, ein bisschen länger, ne, und dann bin ich sicher. Kevin. Ach, ich hatte doch schon in Fallout 3 hatte ich doch schon meinen Namen. Das ist Kappa, der gute Kappa. Natürlich. Nicht guter Name. Warte mal, ich glaube, da war am Anfang ein Leerzeichen. Hä? Moment mal.
Okay. Ja, ich wollte mal immer eine Bodo geben, aber warum zum Teufel kann ich jetzt den Namen gerade nicht eingeben? Ah, da waren noch ganz viele. Hä? Okay. Okay, alles gut, Leute. Keine Ahnung, da waren noch ganz viele Milliarden Leerzeichen drin aus Versehen, warum auch immer. Jetzt ist es in Ordnung. So, Kappa. Mein Twitch-Held. Anti-Held. I can't say it's what I'd have... Eine Sache natürlich, wenn ich schon auf Englisch spiele für die Leute, da ich eigentlich ein deutscher Stream bin, dann machen wir natürlich auch Untertitel an. Picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Welcome to Good Spring. Hi. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. Mm. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. Eigentlich ist es überhaupt ein Wunder, dass der Kerl mich einfach mal eben von den Toten zurückgeholt hat. Ich habe eine Kugel im Kopf gehabt, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Mädels können echt schick aussehen, aber naja, ich bin ein Kerl. Oder ist Kappa eine Frau? Das wäre doch mal Plot-Twist, Motherfucker wäre das. Aber, Well, I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Warum redet ihr schon wieder? Ich dachte schon. Tja, das ist der Kurier. Finde ich eine ganz nette Idee, dass die hier so ein Standardmodell haben, wo man die Narbe von dem Schuss quasi noch über hat. Finde ich eine coole Idee, irgendwie. Wenigstens passt Mitchells Aussage perfekt zu dem Namen. Kepine. Nichts das, was ich mir sie ausgesucht hätte. Aber wenn ihr das, wenn das ihr Name ist, ist das ihr Name. Ja, ja. Das stimmt. Darauf können wir noch aufbauen. Kappa muss ja kein Hübscher sein, wie gesagt, ne? Definitiv nicht. Er ist ein geldgeiler Sack und er hat schon oft gemordet in seinem Leben. Warte, das Alter? Okay. Das macht hier schon was aus. Die Haare sind eigentlich am wichtigsten. Ein Kerl, der sich was aus Geld macht. Das schon eher in die Richtung. Das bestimmt nicht. Zu schlimm. Eigentlich sieht das schon ziemlich gut aus, wie so ein Schnösel ein bisschen, ne? So ein Arsch. Ja, ich glaube schon. Warum buggt der Steam Summer Sale rum? Das ist kein Rumbuggen, das nennt man Überlastung. Es ist jetzt gerade angefangen, von der sind alle da. Was nicht überraschend sein sollte. Wir haben eine Menge Bärte, okay. Gott. Oh, als Bart eine Augenklappe ist auch eine Idee. Witzig. Dead Man's Hand. Oh Gott, 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 oh Gott. Gruff Stuff. Renegade. Hombre, el Carcinero. Mephistopheles. Tomb Raider. Da denkt jemand sofort, er muss auf eine Harley steigen. Chinscraft, the Comrade. Oh ja, das ist der Stalinbart. In das Ding. Wow. For Gettysburg. Oh, cool. Shady Sideburns. Das sieht immer irgendwo awesome aus, aber irgendwo auch. Naja. Da sieht er fast schon dazu badass aus, ne? Und irgendwie nach einem netten Kerl, der viele tötet, aber jetzt nicht unbedingt böser ist. Nein, soll er ja auch nicht sein, er ist nur geldgierig. Irgendwie gefällt mir der Bart. Ich glaube schon. Ah, Condom.
Hi. Na? Marcel, einige Spiele werden nicht angezeigt, der Preis wird in Dollar angezeigt und das lädt fast gar nicht. Ach Marcel, warte doch einfach ab, der Steam Summer Sale rennt dir nicht weg. Warte ab, bis der erste Ansturm vorbei ist, geh nachts nochmal rein, dann ist alles besser. Okay, das wird wohl, wie Alex sagte, wirklich eine Überlastung liegen. Ja klar, woran sonst? So, ich glaube, damit kann ich zufrieden sein. Das ist Lord Kepper, nicht der hübscheste auf der Welt, aber das soll auch nicht sein. Ja. Okay, no sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Good. Why don't you walk down to the end of the room, over by that vigor tester machine there. Take it slow now. It ain't a race. Okay, so, jetzt kann ich mich frei bewegen und schauen wir doch mal meinen Charakter an. Oh ja, er sieht ganz okay aus. Ihr merkt vielleicht schon, ich habe auch andere Körper für sowohl für Männlein als auch Weiblein mir besorgt. Diesmal übrigens nicht so übertriebene Teile wie in Skyrim zum Beispiel, wo die Frauen alle nackt sind und so weiter, ne. Aber die Bodies von den Kerlen sind schon heftig, aber naja, noch ganz okay meiner Meinung nach. Und auch hier haben wir wieder, wenn wir runter gucken, sehen wir unseren Körper und ich finde, das macht viel zur Atmosphäre aus. Bei den Frauen kommt es natürlich etwas schicker, aber egal. So. Schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um, wenn wir schon mal hier sind. Ein Chemieset. Dafür muss ich leider erst was in Wissenschaft höher haben. Eine zerbrochene Submachine Gun. Die kann ich leider nicht reparieren. Sanzin Sarsaparilla. Das ist wohl ein Getränk. Tipp ich mal. Ja. Doctor's Bag. Moment mal. War die gerade so viel wert? Ah, ich habe noch keine. Ich kann mein Inventar noch nicht nutzen. Today's Physician. Das ist ein Lehrbuch, das lese ich gleich erstmal. Ein Blutpaket. Oh, Medex. Damit kann man dich heilen, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ein Blutpaket wird auch keine schlechte Idee sein, mitzunehmen. Warum hat er einen Sixpack? Will auch haben. Das wollen wir doch alle haben. Looking good so far. Ja. Go ahead and give the vigor tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties. Alright. So, jetzt natürlich geht's ans gute alte Punkte verteilen. Also. So ein Kerl wie er es ist, der will halt viel Geld machen und dazu muss er viele Sachen mit sich rumschleppen. Das Problem ist, er ist trotzdem an sich kein starker Kerl. Also lassen wir das so. Er muss immer schön die Augen offen halten, um alles erkennen zu können, was er so klauen will. Und, und wo es Aufträge gibt und er muss sich irgendwie auch wehren können, von daher hat er schon ein bisschen durchschnittlich, er ist relativ alarmiert und merkt ein bisschen was. Seine Ausdauer ist so ein bisschen, naja, er ist halt immer so geldgierig, ne, und deswegen hat er sein Leben lang jetzt nicht unbedingt gut gegessen oder so. Er hat zwar gut gegessen, aber vielleicht war es das sein Problem, er hat zu gut gegessen an manchen Stellen. So, Intelligenz, nein, das mache ich nicht. Aber er weiß, wie er mit Menschen umgehen muss. Richtig. Und zwar ziemlich gut. Er weiß sehr gut, wie man mit Menschen umgeht. Dann ist er überdurchschnittlich intelligent. Sollte er auch sein in dieser Position. Und kann sich erstaunlich gut bewegen. Sein Glück ist normal. Ein Münzwurf. Ganz normal. So. Ja, Charisma ist sein größter Wert. Und gerade das finde ich bei Rollenspielen kommt immer geil, wenn man Charisma hochspielt. So. Good to see them bullets didn't affect your charm none. Well, we know your vitals are good. Yep, yep. But that don't mean them bullets didn't leave you nutter than a bighorn and dropping. Na, danke schön. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? Ja, gleich. See if your dogs are still barking. Das hier ist aus Nevada, aus der Mods. Ein Voice Modulator Implant. Ein Implantat, okay. Quest Edit. I dream of electric sheep. Irgendwas stand da gerade, dass ich alle Kopfimplantate sammeln muss. Okay, man kann also sich dann auch... stimmt, davon habe ich gelesen. Ja, man kann dann so Implantate mit der Zeit sich ersammeln und sich einsetzen lassen dank dieser Mod. Fände ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Intelligenz und Charisma müssen hoch sein. Müssen sie nicht. Anti-Venom klingt ziemlich nach einem Antigift. Stimpaks kann man nie genug haben. Red X ist gegen Verstrahlung sowieso immer angesagt. Forceps.
Ja, das ist so ein Müllmetall. Nee, nee. Eine Laserpistole. Nehme ich alles mit. Eine Schiene. Brauche ich nicht. Die Lichtschalter bringen mir leider nichts hier in der Gegend. Sollte mich auch nicht weiter überraschen. So. Auf Inventar kann ich übrigens immer noch nicht zugreifen. Noch nicht. Ich glaube, hier gibt es sonst leider nichts in dem Raum zu holen. Oder? Egal, reden wir erstmal mit ihm auf der Couch, ne? Wollen wir das erstmal Tutorial abschließen, quasi. Mit der Bullet Time weiß ich noch nicht, keine Ahnung, Camper. Ich kenne mich noch nicht aus mit dem Kram, ne? Dog. Hund. Ich denke da wirklich zuerst an In China essen sie Hunde, einen guten Film. Deswegen denke ich gerade an Dinner. House. Burglarize. Natürlich, will einbrechen. Night. Dream. Bandit. Vaporize. Light. Dark, denke ich sofort, ja. Mother. Gene. Okay. Now, I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Kappa ist nicht so jemand, der jetzt unbedingt Bock auf Konfrontationen hat. Eigentlich gar nicht. Er versucht, sich so gut rauszuhalten. Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, von allen das Geld irgendwie zu besorgen. Und damit schafft er es, dafür redet er ja so gut. I ain't given to relying on others for support. Ich kann auf mich selber aufpassen. I'm always fixing to be the center of attention. Was nochmal? Ich bin gerne der Mittelpunkt. Na klar, so kriegt man am meisten Kohle. I'm slow to embrace new ideas. Na, das stimmt nicht. Nee. Neue Ideen sind schon praktisch. Damit kann man eine Menge Geld machen. I charge in to deal with my problems head on. Nee, ich denke lieber erst drüber nach. Almost done. Hallo, Philipp. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. Ich lese mir erst nicht die Antworten durch, sondern überlege erst, was sehe ich selber da. Auf dem Klecks. Den Kopf von irgendwas. Den Kopf von einem Insekten oder so. Was sind die Antwortmöglichkeiten? Eine saure, zweiköpfige Ameise. Okay, passt. Okay. How about this one? Okay, irgendwie wie so ein ausgelegtes Fell. Aber irgendwie... wie ein Sendeturm auch. Wie ein Turm in der Mitte. Was steht denn ja so? Some piece of space age technology. Ja, irgendwie so. Last one. Ich sehe zwei Bären, die gerade Kung Fu miteinander üben. Weißt du, die stehen so jeweils und trainieren und haben sogar die Kung Fu Haltung. Das sind zwei Bären, die Kung Fu machen. Bin ich der Einzige, der das sieht? Trainieren halt. leider steht hier nichts von wegen Bären, die Kung Fu haben, aber naja. Scheiße. Ja, Mushroom Cloud. Oder? Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Ich schaue sofort. Schauen wir doch mal, was wird mir angeboten? Also, eine Sache, die ganz klar... Ach, ich verteile das selber. Was liegt mir denn? Mir liegt auf jeden Fall Sprache. Das ist klar. Es ist nämlich Kappa. Kappa ist Sprache. Ich könnte jetzt auch noch Falschen nehmen, aber das... Nee. Nee. Er kann gut in Sachen aufmachen.
Ehrlich gesagt möchte ich auch sehr gerne das schleichen können. Big Daffy, das sind alles solche Spieltipps, wenn man wirklich gut spielen will, wenn man super, wenn man es möglichst einfach haben will. Möchte ich das? Nein. Survival. Cool. Unarmed Sneak. Eigentlich möchte ich schon Repair haben. Ja, man kann nicht viele Sachen reparieren und reparieren, das finde ich immer praktisch in der Welt hier. Macht in der Welt auch Sinn, dass man reparieren kann und will und muss. Okay. Before I turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. ja, also muss ich zwei Traits wählen. Das habe ich mir natürlich schon ein bisschen angeguckt, bevor ich wo ich ein bisschen am rumtesten war, ob das Spiel läuft. Escape by Mechaniker. Scheinbar. ein wenig. Er ist halt auf Geld aus und um Geld zu machen, braucht man eine gute Ausrüstung. Die muss man sich reparieren, ne? Ja, und dieses Wild Wasteland Trade habe ich auch gesehen. Was macht denn das? Kann mir das jemand erklären? Das ist halt so. Man versteht das nicht ganz. Passieren dann crazy Sachen? Passieren mehr Zufälle im Spiel und so? Sneak hätte wohl besser gepasst, aus praktischen Gründen, dass Repair aber eigentlich wirklich ein Muss. Okay. Auf jeden Fall, ja, macht das Spiel interessanter und witziger, dann... The most bizarre and silly elements of post-apocalyptic America. Wer ist denn als neu dazugestoßen? CDLP1985, moin, willkommen im Team, freut mich doch. Dann, ja. Not for the faint of heart or a series of temperament. Klingt genau richtig. Okay. Da findest du Easter Eggs im ganzen Ödland, also durch Crazy Wasteland. Ja, dann musst du es haben, ja. Ja, dann brauche ich das sowieso. Diabetiker, was ist er denn? Nein. Fake Physician. Verliere ein bisschen Karma und dafür ein Set von medizinischen Items, weil ich ein Fake Arzt bin. Nee, danke. Vier Auge. Das stimmt, die Idee fand ich cool. Wenn ich eine Brille trage, habe ich plus eins Perception. Ohne habe ich minus eins. Generell, die Trades haben sie sich echt gut überlegt, ehrlich gesagt. Hier bin ich mit meinen ganzen zwischenmenschlichen Sachen, Barter, Medicine, Repair, Science and Speech plus 5, dafür alle Waffen minus 5. Würde doch zu Kappa eigentlich ziemlich passen, ne? Auch wenn es mir das echt schwerer macht. Aber es würde passen. So für einen Start? Glaub schon. Oh ja, nein, ich möchte nicht laufen von irgendwelchen Assassinen gejagt werden. Nee, danke. Holder würde auch Sinn machen. Eine ziemlich geile Idee. Loose Cannon. Ich gucke nur immer wieder zwischendurch mal was nach hier. Und immer wenn ich raus alt habe, dann macht er immer das hier sofort das Hauptmenü auf. Nicht wundern. Ich habe minus 25 Combat Skills. Alle meine Follower haben dafür plus 25. Nee, danke. Never do well. Near Death Experience ist so durch. Ranger. Raiders such as Fiends and Powder Gangsters. Raider machen bei mir mehr kritischen Schaden, dafür ist meine Wirklichkeit um 1 erhöht. Okay. Skilled fand ich noch interessant, genau. Ich krieg plus 5 auf jeden einzelnen Skill, aber ich sammle ab jetzt minus 10% Erfahrung. Weil Erfahrung kriegt man unendlich in dem Spiel. Von daher ist das eigentlich ein Bonus, der im Endeffekt mehr bringt. Stimmt auch wieder, Camper. Dieses Good Natured klingt schon echt ganz gut, ne? Wobei ich einfach vom praktischen Sinne her finde ich Skilled, gerade auch für ein Let's Play, ziemlich clever, weil ich werde sowieso irgendwann Maximallevel so oder so locker erreichen. Da scheißt man auf die minus 10% Erfahrung. Dann ist auch jedes Level up ein bisschen besonderer. Aber, naja, nee, ich nehme Good Natured. Ist für einen Start, glaube ich, keine schlechte Idee. Okay. Macht aus dem RP-technischen. Alright, I guess that about does it. Come with me, I'll see you out.
Okay. So. Dann stehen wir mal hier auf. Hauen wir ab, was ist denn hier? Überall Bücher, Bücher, Bücher und noch mehr Bücher und Bücher. Das ist da drin. Kronkorken sind hoffentlich doch hier wieder die Währung, oder? Hoffe ich mal. Gehe ich mal einfach von aus. Ein Messer. Ja, ich glaube, wenn man überall so Kronkorken findet, wird das wohl wieder die Währung sein. Food. Ja, Essen, Essen, Essen. Pork and Beans. Sugar Bombs. Ich glaube, Essen und Trinken sollte ich so viel mitsammeln, wie ich mitnehme, weil ich werde natürlich auf Hardcore spielen. Natürlich werde ich auf Hardcore spielen. Da steht ja auch so ein Titel, ne? First Aid Box, Bobby Pin. Ach, damit kriege ich Schlösser auf. Die können ja immer mal abbrechen. Eine leere Spritze. Wiegt nicht mal was. Okay, nehme ich sie mit. Dreckiges Wasser. Besser als gar keins. Ich brauche Essen, so viel ich finden kann. Iguana oder Stick? Oh, wie ein Fowler 2, ich erinnere mich. Hier und da mal so ein Weinchen kann man sich ruhig gönnen, ne? Oh ne, das Putzmittel, das war nicht unbedingt nötig. Yeast? Was ist Yeast nochmal? Sagt mir gerade gar nichts. Was für ein wunderschönes Bild. 3-6 XP pro Gegner und 6. Nimm dir im Haus alles mit, was nicht rot angezeigt wird. Achso, ja, bin ich schon dabei, keine Angst. Aber ich nehme nicht alles mit, ich nehme nur mit, was ich brauche. Aus Gründen des Platzes, ne? Hier, mein Gewicht ist gering, darum geht's mir. Ein Päckchen Zigaretten, vielleicht kann ich die ein bisschen verkaufen. Obwohl, eine ganze Stange noch eher. Man muss ja immer an Geld kommen, so gut es geht, ne? So, dann weiß ich, dort hinten war noch ein tolles Buch. Das möchte ich eben nochmal lesen. Today's Physician. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. Hey, danke. I grew up in one of them vaults Praktisch. Made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. Und was mache ich jetzt? You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. Okay. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Oh. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Ich versuch mein Bestes. So, Fallout New Vegas allows you to play in a new hardcore mode that greatly increases the challenge of the game. In this mod, stim packs heal over time and cannot mend broken limbs. Right away removes radiation over time. Ammunition has weight, and dehydration is a constant concern. This mod is only recommended for advanced players. You may turn hardcore mode on or off at any time in the gameplay menu, but if you activate hardcore mode now and maintain it through the end of the main storyline, you will receive a special reward. Would you like to activate hardcore mode? Of fucking course. Yes! Denn schon. Dann habe ich hier ein Tutorial für einen Mod, die ich installiert habe. Damit haben Waffen die unterschiedliche Feuermodi. Burst-Modi, Burst-Fire und so weiter. Caps Lock. Ah, okay. Was wollte ich noch wissen? Und jetzt bin ich schon überlastet. Nice. Es geht gut los. Ain't that a kick in the head. So. Ich muss mal eben kurz den Chat noch ein bisschen höher machen. Obwohl. Ja, ich weiß immer nicht. Ich
überleg immer, wo ich den Chat hinpacken soll. So. Jetzt ist der so mittig. Das ist auch dumm. Ich muss noch einen guten Platz überlegen. Erstmal hier. So. Jetzt natürlich, jetzt ist die Maus wieder davor. Nicht zu viel klicken. Einfach Geduld haben. So, Leute, da sind wir. God Springs. Old World Blues. You've gotten a fragmented signal on your Pip-Boy. The coded transmission of some sort with a sad jazzy undercurrent that makes your head hurt. As far as you can tell... Oops, mein Chat ist weg. It appears to be an invitation to the midnight science fiction feature at the Mojave Drive-In. Please arrive early to catch the trailers. Das ist von einem DLC. Level Cap um 5 erhöht. Coordinates that leads to the canyon wreckage west of Prim. Following the coordinates are the words Courier 6. It's signed Ulysses. Huh, Ulysses, okay. Ich kenne Ulysses S. Grant, war damals ein Präsident, der nach Lincoln und davor der General der Armee, aber egal. Kurier Nummer 6, so. Also. Lonesome Road. Happy Trails Expedition. Happy Trails Caravan Company. Okay. We are looking for one more member for an expedition to Zion Valley. Okay. So. Tja, direkt überlastet. Willkommen in der neuen Welt. Und Gunrunners Arsenal habe ich natürlich auch noch als Mod. Natürlich, ich habe nämlich alle. Also, DLC meine ich. So, ich glaube, ich sollte erstmal gucken mit meiner Ausrüstung. Wie überlastet bin ich denn? Ach, minimal. So. Muss ich immer was wegschmeißen hier. Ach, 0,01 hat es. Okay. Dann, was schmeiße ich denn weg? Ach. Kann ich die benutzen? Nee. Wieso sinnvoll ist? Ich weiß ja nicht. Das Implantat bringt mir jetzt auch nichts. Yeast. Das zum Beispiel kann mal weg. Ammunition. Vor allem ist einfach geil die Tatsache, ne? Wie. Das hat alles wirklich Gewicht. Boah, 40 mm Granaten. 20 Stück von. Oh, und voller Hype, wer war's denn? XX Red Error XX. Moin, willkommen im Team. Freut mich, dass du dabei bist. Ist mein Chat stehen geblieben? Nö, ist er nicht. Okay, ihr seid bloß still. Aber hier ist der Balken noch. So. Irgendwas muss ich noch wegschmeißen. Ja, ich weiß. Die ganzen Rüstungen und so weiter, den ganzen Kram habe ich ja bloß. Weil ich das Geschenk bekomme zu Start. Zum Start, meine ich. Irgendwas habe ich vorhin umsonst aufgehoben noch. Das ist ein Gift, oder? Okay, man kann Waffen vergiften, wie in Skyrim etc. Pork and Beans, Sugar Bombs, Wein, WMX Installation, Incident, bla. Today's Physician! Ist das für immer? Plus 10 sogar? Okay, nice. Stale, Reds plus 4, Food minus 18, H20 plus 8. Wartet mal. Food minus 12. Okay, dann tippe ich mal, läuft das andersrum. Das heißt, ich muss diese Balken leer halten. Ja, ich glaube schon, ne? Ach, warte mal, habe ich das überhaupt schon an, das Interface? Noch nicht, ne? Oder ist das gerade überdeckt vom Chat? Ne, ist es nicht. Ah, ich hatte den Hardcore-Mode an, ne? Ja. Weil, ich weiß ja jetzt hier, Neskis. General. Ne. Status. Ja, genau hier. Food. Das ist dann wahrscheinlich mein Hunger. H2O, wie durstig ich bin. Ich denke mal, je niedriger der Balken, desto besser, ne? Gehe ich mal von aus. Achte. Halte aus schon. Das ist ein Magazin, das gibt ja einen temporären Boost, kein permanenten. Ach so, oh, shit. Fuck. Egal. Früher waren Magazine permanent, deswegen. Altmetall, zwei Sensormodule und ein Elektroschrott, die wirst du im Prim brauchen. Okay, keine Ahnung. Und moin, Chen! Schön, dass du auch da bist. Ich merke schon, ein paar Leute haben doch Bock, das hier zu sehen. Schlaf. Das ist dann Müdigkeit, Effekte.
Ich hatte aber eigentlich... Adjustable Hot. Okay, Combat Stats, Meine Resistenzen, meine Überlastung, Hardcore Needs. Okay. Wartet, ich muss mir eben kurz den Chat doch woanders ein bisschen hinmachen. Genau hier, okay. Das ist cool gemacht. Kann ich einfach schön verschieben, wie ich drauf Bock habe. Finde ich ja sehr cool gemacht, ehrlich gesagt. Okay. So. Yeah, Pitberry has picked up a radio broadcast inviting you to the grand opening of a Sierra Madre Casino. Okay, das ist Dead Money. Ach, okay, laufen wir mal über die Straße und... Nee, ich nerv das, wenn ich so lange brauche zum Laufen. Ich kann ja eben was wegschmeißen und dann hebe ich es gleich wieder auf und gut ist. Ich bin so schlecht bei sowas hier, ein Päckchen Zigaretten schmeiß ich noch weg und gut ist. So. Die Bücher, die dir einen permanenten Boost geben, die gibt's auch noch, heißen genauso wie die in F3, die mit den temporären sind praktisch ein Bonus. Ah, okay, verstehe. So, also erstmal müssen wir einen Händler aufsuchen. Hier ist eine Tankstelle. Okay. Ich hoffe, mit der ENB-Wahl seid ihr zufrieden. Ich persönlich finde die Grafik ehrlich gesagt ziemlich hübsch. Hat doch was. Ja. Dafür, wie alt es ist, hält sich ziemlich gut und ist er nicht ein schicker Bursche. Ja. Kepper ist ein ganz hübscher. So. Hast du meine Waffen? Ich habe nämlich so viele Waffen bei mir. Das hier ist aus einer Mods und schon wieder Follower-Hype. Wer ist es denn diesmal? Ach, guck mal, komm hinterher heute. Hasselfress99. Moin, willkommen im Team, freut mich. Sturdy Caravan Shotgun. Damage 20. Klingt ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Und eine große Machete für einen Nahkampf ist das vielleicht keine schlechte Idee. Oh, ich habe ein Fernglas, das mache ich mal auf 5. Eine normale Millimeterpistole, die hat deutlich weniger Schaden. Das Ding ist, ich finde die Dinger ein bisschen übermächtig. Ich habe ein Granatgewehr einfach mal. Ach, schön, dazu sage ich gar nichts mehr. Eine Wurfspeer, eine Shotgun, das ist für einen Nahkampf vielleicht auch keine schlechte Idee. Laserpistole, packen wir auch schon mal mit rein. So, dann habe ich meinen Vault 21 Jumpsuit. Damit kann ich besser reden und mit Nahkampfwaffen umgehen. Das Ding ist, hat überhaupt keinen Schutz vor Schaden. Hier ist 4. 12 ist... Aber gucken wir uns die mal an hier. Tribal Raiding Armor. Okay, da sehe ich aus wie ein Raider. Ich finde die nicht so mein Stil. Und, naja, schützt auch nicht so gut, ne? Straße vom Haus des Doktors folgen. Der Laden ist das zweite Gebäude auf der rechten Seite. Okay, danke, Kemper. Ja, keine Angst, ich guck mich hier noch um, ne? Das ist doch der Sinn von diesen Spielen. Lightweight Metal Armor. Schick. Ah, okay. So lange hält ich also ungefähr an, die Zeitschrift, gut zu wissen. Die hat fast schon Stil. Bin ich jetzt langsamer als vorhin? Kann das? Ich teste mal. Ich habe das Gefühl, ein bisschen langsamer bin ich damit. Ja, bin ich tatsächlich. Okay. Also die Rüstungen haben wirklich direkten Einfluss, man merkt's. Lightweight Leather Armor. Ich habe normalerweise nichts gegen Lila, aber das ist... Naja. Schick ist was anderes. Und die hier wiegt mehr, lustigerweise. Ups, das war die falsche... Die wiegt mehr, hat aber denselben Schutzfaktor, okay. Hat aber Stil dafür. Von daher behalte ich die. Das ist der Vault 13 Jumpsuit, Vault 13. Die gute Vault 13.
Dieses DLC-Zeug overpowered einen Beginn immer so. Finde ich total scheiße, deswegen mag ich sowas eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, deswegen werde ich gleich einfach nur verkaufen. So. Die Rüstung hier, die behalte ich, den Rest werde ich verkaufen. Dass man so einen kleinen Boost hat zu Beginn, ist ja in Ordnung, aber... Mhm. Aber warte mal, eins ist bei meinem HUD immer noch doof. Ich dachte, ich kann mir das immer anzeigen lassen. Ihr seht schon, ich habe eine Menge Mods installiert und kann da auch sehr viel einstellen und so weiter. Und File not found, okay. So viel dazu. Ungefundener Loot. Mhm. Items werden damit noch seltener. Nee, ich glaube, ich werde so schon genug zu tun haben. Rebalance Character. Zum Beispiel, dass man alle so und so viele Levels, wie viel XP soll ich kriegen, das kann ich alles hier einstellen. Mein Tragegewicht kann ich einstellen und so weiter. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Was ich cool finde, ehrlich gesagt. Compass, almost on, active on combat, active on weapon, MS and CND, I had other mods, Warte. Ja. Always visible, das wollte ich, genau. Hä? Bin ich jetzt schon wieder davon überlastet? Ich hab's gar nicht gemacht. Ups, ich bin davon, natürlich bin ich davon schon wieder überlastet, aber ich bin so doof. Von ein paar Getränken. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Okay, wartet mal. Also mein Durst steigt jetzt einfach die ganze Zeit an. Okay, okay, krass. Trinke ich mal einen. Und damit kriege ich auch, trinke ich nochmal. Schlaf auch minus 6, okay. Ich werde durch fit. Cool. Das Zeug dürfte sehr wertvoll sein, weil es keine Nebenwirkung hat. Erstmal zum Laden. Ist jetzt auch cool, dass man hier sprinten kann. Kleine, aber feine Sache. So, ein Laden wird doch bestimmt... Also irgendwas meintest du mit linker Seite. Good Spring General Store. Okay, ja, ein General Store. Na dann, rein in die gute Stufe. Ja, Kimper, der Mod macht wohl Sinn. Da sind eine Menge Salties installiert. Hey, na? Coole Stimmung hier. Das war ein bisschen laut. Oh. Sorry. So, sieht schon besser aus. Hey there. Hallo, Chet. You must be the one Doc Mitchell was patching up. Yep. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Perfekt. Sehr gut. Erzähl mir mehr über diese Waffenmodifikation und besondere Weapon mods are things like silencers, scopes, bigger magazines. Special ammo includes things like armor-piercing bullets, which don't hurt the target as much, but let you punch through armor easier. Okay. There's also hollow point bullets, which have the opposite effect. You can kill unarmored targets easier, but they don't do shit against armor. Macht alles seinen Sinn. Vielleicht weiß er was, wo die Leute mich angegriffen haben. The leader was a New Vegas type. Typical city boy. Daran erinnere ich mich noch, ja. He had a bunch of great cons with him. Probably hired guns. The great cons normally stay in their own territory way up northwest on account of them being enemies with the NCR. Seltsam. Was macht die überschüssige Munition schlechter, hä? It's all about quantity over quality. Trouble is, you'll be cleaning and fixing your gun a lot more than usual when you use those kind of bullets. Aha. Gut zu wissen. Okay, also dann geht die... Bei gewissen Munitionsarten geht meine Waffe auch noch schneller Schrott. Das haben sie sich aber cool überlegt. Da haben wir echt an alles gedacht. Warst du schon mal in New Vegas? Twice. Both times I drank a lot of liquor and lost most of my caps at the card tables. Okay, good. In that order, now that I think about it. If you ever get to New Vegas, be sure to visit Gamora. It's the best casino in the city. You won't regret it. Word of advice, behave. Between the NCR military police and Mr. House's robots, you don't want to be causing trouble on the strip. Ja, macht Sinn. Okay. Mr. House.
Von dem habe ich bloß im Intro kurz gehört. I'm afraid I don't know much myself. Mr. House has got his own casino, Lucky 38, but nobody goes in or out except his robots. The other casinos follow Mr. House's rules, so I guess that makes him the leader of New Vegas. Okay. As far as I know, nobody's ever laid eyes on the guy. I think that robot who pulled you out of the dirt belongs to Mr. House. If Mr. House is looking after you, it's got to be a good thing, right? Wollen wir mal hoffen. Wenn ich erstmal wissen würde, wofür ich, was ich überhaupt machen sollte. Aber ich sollte vielleicht meine Notizen mal durchlesen. Da stand ja was drin. Ich war auf jeden Fall ein Kurier, so viel weiß ich. Namens Reaver. Die großen Khans. Was kannst du über die erzählen und diese komische Bande? They're tough sons of bitches. Mean, but not crazy. Okay. They'll leave you alone unless you got something they want. The great Khans deal in illegal chems. Oh. There's a good chance that most chems you come across were made by great Khans. Okay. Aber jetzt wollen wir erst ein bisschen handeln. Was sind meine Items, genau. So. Zum Beispiel kriegt man ja so viele krasse Waffen am Anfang auch in der Hand gesteckt und das muss ja alles nicht sein. Box of Detergent, genau. Die Machete behalte ich mal. Die Zigaretten kannst du, die nehme ich. Er hat auch sehr viele Kronkorken, das ist super. Das Essen behalte ich alles. Mhm. Spritzen kannst du haben. Das Essen behalte ich. Das Messer. Das ist ein ganz, ganz tolles Karabiner. Ich habe eine Mod installiert, die das verbessert. Das Ding ist, warum kriege ich das sofort ins Inventar gesteckt? Das ist mir viel zu mächtig für den Anfang. Ich habe nicht mal Munition dafür. Na, ja, behalte ich sie erstmal. Ich habe ja nicht mal Munition dafür. So. Die Metallrüstung kannst du haben. Hier, Granatgewehr. Das ist viel zu overpowered. Nimm's mir ab. Die Shotgun behalte ich mal. Die Rüstung kannst du haben. Den Jumpsuit gebe ich auch her. Diese 10mm Pistole behalte ich, die etwas bessere, obwohl sie eigentlich schlechter drin im Zustand angeblich sein soll. Die 9mm Pistole, die behalte ich mal lieber. Sicher ist sicher. Aber ich habe trotzdem immer noch viel bei mir, ne? Ja, dann nimm hier doch diese Rüstung, nimm die halt auch noch. Okay. Wofür braucht man denn Kronkorken, Alex? Das ist die Währung. Das ist das Geld. Alex, bei meinem ersten Playthrough habe ich mich auf die Seite von Mr. House gestellt. Es gab eine Menge Kohle, moralisch passt prima zu Kappa. Okay, keine Ahnung. Und ich bin so froh drum, dass die Händler in NV mehr Kronkorken haben als die in F3. Das hat mich nämlich so weißgut getrieben. Ja, das ist so eine Sache, wenn man so schön viel Zeug hat und keiner kann es einem abkaufen. Eine Karte, 7 of Diamonds. 7 of Hearts. Okay, wozu auch immer. Was hast du denn sonst so? Ammo, okay, Rüstungs-, Munitionsboxen. Mhm. Bin damals mit dem Schwarzen eingezogen, der hat eigentlich ausschließlich sichere Kisten, wo nichts nachwächst. Ich habe noch keine Ahnung, wovon ihr redet, von daher was weiß der Teufel, was ihr meint. Rote Banditenmaske. Cool. Okay, Boxhandschuhe, die man sich leichter machen kann mit dem Zeug, okay. Dass man übrigens, irgendwer hat es vorhin geschrieben, dass man von Drogen abhängig werden kann. Ja klar, kenne ich das. Als Fan von Fallout 1 und 2 ist das für mich Standard. Jetzt sehr viel noch zu essen. Eine Mundharmonika. Großes verbranntes Buch. Mods. Kaliber 22 Pistol Long Barrel. Damit kann ich also eine Pistole verlängern und 20% mehr Schaden machen. Das klingt ziemlich geil, ehrlich gesagt. Das kann ich einfach mal mitnehmen, oder? Wird schon keine dumme Idee sein. Aus Gunrunners Arsenal eine Plasmapistole. Damn, die ist bestimmt ziemlich gut. Aber ich habe auch kaum E-Zellen, von daher, die kannst du erstmal behalten. Vorkriegsgeld. Salesman Weekly, das dürfte auch nur so. Strip Electronics. Soll ich hier nach nicht Ausschau halten oder so? Na, egal. Ach, für die Knarre ist das wahrscheinlich auch, ne? Eine. Okay, mit Schalldämpfer. Extra Magazin. Mhm. Eine schallgedämpfte Waffe klingt eigentlich gar nicht so dumm. Ich glaube, die nehme ich mal mit. Stimpacks brauche ich auch einige.
Puh, und der hat auch einige. Ein Gewehr, Schalldämpfer. Das sieht schick aus. Charisma plus 1, noch mehr. Und Knarre plus 5. Eigentlich ziemlich cool. Leider ist die so wenig haltbar. Waffen-Repair-Kit gibt's auch. Okay, gut zu wissen. So, wieder ein bisschen was gelernt. Das nehmen wir erstmal an, so. Pleasure doing business with you. So, ist halt schon, ne, ist mein erster Playthrough, deswegen nicht wundern, dass ich bin noch ein bisschen langsam mit den ganzen Items und so. Okay. So, jetzt habe ich hier ein bisschen aufgeräumt. Kann ich denn meine... Warte mal, ich habe jetzt hier... Die kann ich leider schon mal nicht modifizieren. Schade. Ich hatte doch so eine Mod. Klicke auf X. Laserpistole kann ich auch modden. Die kann ich nicht modden. Warum das denn?